Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Cardcaptors mit mir, Wigmann. Beim letzten Mal haben wir ein Kartenchaos bestritten. Dieses Mal ein weiteres, weil so läuft das hier bei uns. Yogg-Saron sucht den Superdiener. Helft Yogg-Saron, einen Diener zu finden. Euer Deck steckt voller potenzieller Kandidaten, die beim Ausspielen einen zufälligen Zauber auf ein zufälliges Ziel wirken. Vorkal! Das klingt nach zauberhaftem Spaß. Komm, da holen wir nochmal einen Hexenmeister. Den haben wir in letzter Zeit etwas öfter geholt. Der Hexenmeister hat ja auch ein paar wunderschöne Zauber. Was ich nachher auch noch versuchen könnte, wäre natürlich der Magier. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das jetzt nur charaktergebundene Zauber sind. Oder ob das Zauber über ganzen Spektrum verteilt sind. Ja, der denkt nämlich dasselbe, was ich mir gerade gedacht habe. Ja, Magier wäre schon ganz geil. Was haben wir hier? Gut, Barshi, Berserker. Jedes Mal, wenn er befreundet, den er stirbt, erhält euer Kloon +1. Übernimmt die Kontrolle. 4 und 5 sind zu viel. Draußen sind gerade ganz komische Geräusche. Wenn ihr die hören musstet, tut mir das tatsächlich leid. Okay, was war das? Ersetzt eure Heldfähigkeit und Hexenmeisterkarten durch die einer anderen Klasse. Okay. Dann nehmen wir uns diesen netten Kerl. Oh. Okay. Okay. Wir haben den Recombobulator gemacht, du mal. Oh geil. Why do you go? Wir haben einmal Scharfschießen. Fügt dem feindlichen Helden 5 Schaden zu. Das ist saugut. Das ist tatsächlich perfekt, dass der weg ist. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, werden diesem 4 Schaden zugefügt. Saugut. Und fügt dem feindlichen Helden 5 Schaden zu. Das ist ein Priesterzauber und das da ist ein Hunterzauber, also wird das alles top. Flammenstoß, na fick dich selber. Und jetzt kommt Scharfschießen. Okay. Schön, dass wir es geklärt haben. Ich spiele den Recombobulator. Ich weiß, dass der nichts bringt. Geil. Ruft einen Bären mit Spott herbei, nachdem euer Held angegriffen wurde. Der bringt mir nicht so viel, aber er bringt mir etwas und das muss reichen jetzt. Wahnsinn, der Frostrufer. Erhöhen vielleicht eure Diener bis zur nächsten Zug Verstohlenheit und wahnsinniger Frostruf friert einen zufälligen Diener ein, nachdem er einen Zauber gewirkt hat. Das ist hart. Ich nehme mir das Beschwörungsportal. Hier, Person sagt einen Schaden. Oh! Extraordinary. Hat er das gerade auf Englisch gesagt? Na, was soll's, Kids? Finally! Forellenfähigkeit verursacht einen Schaden mehr. Was? Lebendig begraben wird ein feindlicher Diener und mischt ihn in euer Deck. Okay. Los. Nein. Nein. Naja. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Naja, das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang. Yes! Well played.
Dann zwei Schaden zu, wenn diese Karte gezogen wird. Na, zwei. Aber das ist gut für den Gurubashi Berserker. Meucheln. Fügt einem unverletzten Diener drei Schaden zu. Yes! Oh, wie geil! Das ist natürlich sehr gut. Tausche die Werte mit einem befreundeten Diener. Ah, nö. Nö. Den spiele ich. Plus ein Angriff, nachdem ihr einen Diener herbeigerufen habt. Und was hat der? Fällt einem Dämon +3/+3. Ja, geil. Und was gibt eurem Gegner einen Mana-Kristall? Was soll's? Na, top. Aber wir haben einen 6-5er Umfeld und die Werte könnte ich ja theoretisch tauschen. Fällt ein Diener. Okay. Na dann, guten Appetit, Kids. Guten Appetit. Gut gespielt. So, das war die Runde. Jetzt möchte ich mal ganz kurz Schaman und Hexenmeister. Dann komm, mach mal einfach noch einen beim Schaman, wenn wir schon dabei sind. Das war ja bis jetzt ganz witzig schon mal. Das können wir gerne nochmal machen. I just wanna do you real good. Ja. My hammer burns with holy fire. For Doomhammer. Ich höre die ganze Zeit Englisch auf dem Kopf. Im Kopf. Ich weiß schon, was ich mache. Ich weiß schon, was ich mache. Oh, der Fähigkeit wird zu Ruf ein Murloc dabei. Das ist schön und gut. Was ich nämlich in meinem ersten Zug mache, ist, ich überlade mich maßlos. Das hat nur einen Schaden. Ach nein! Na toll. Ja. Das Problem ist, ich kann im nächsten Zug nicht machen. Genau. Er kann was machen. Schön. Ruft einen Schleim 2-2 herbei. Schön. Er hat ein Geheimnis, ein Zauberergeheimnis. Ja, ich werde wohl den infizierten Tauren spielen. Was wurde denn gerade? Reinkarnation. Ah, okay. Boah. Das wäre es eigentlich wert, ne? 2, 5, ne, nicht ganz. Mach zuerst das. Ah, das Klärchen. Im nächsten Zug mache ich stehen und dann kann ich danach nochmal den spielen. Geil, oder? Okay. Mark of the Wild. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. 7-3. Wie einem Kampfschrei ausge... Fucking Bullshit. Ich hoffe, dass er mit dem voll reingeht. Das macht keinen Sinn. Doch, es macht Sinn. Ja. Tja, du Bitch. Ja, ist okay.
Ah, Zeit für noch eine Runde. Na dann. Ich habe trotzdem nur noch 16 Leben und krieg schon ein bisschen Stress. Mount up! Ha, ist kein Rekrut der silbernen Hand, oder? Habe ich eigentlich einen Spot? Ach, ich will aber keine 4 Murlocs auf der Hand. Was passiert gerade? Verdammnis. Oh shit. Na dann. Yep. Dann dürfen wir noch 3 Mana verbrauchen. Ah, verdammt, egal. So, noch eine Pflanze. Oh fuck. Heißbarriere, ja, ist okay. Aber das ist ein Anfang, sage ich mal. Ich werde gleich den legendären Diener, wenn ihr einen. Ich habe keinen Drachen, oder? Doch, ich habe einen Drachen. Ich bin kein legendärer Diener, aber. Naja. Ich wollte leben. Oh, what a lonely boy. Kampfschrei, friert einen Charakter ein. Schattenwort Schrecken. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Finde ich all die nur mit 2 oder weniger Angriff. Okay, da hat man nochmal Glück. Das noch einen dritten, für doch 4 Schaden. Nein! Walker! Okay. Ich hätte zwar jetzt lieber einen Spot gehabt, aber. Jeder Spieler zieht 2 Karten, stellt 8 Leben wieder. Ja. Mimirons Kopf. Gorilla-Bots. Schön. Ich spiele Mimirons Kopf und einfach einen Gorilla Bot. Ich hole mir dann den Sneaks alten Schredder. Warte, was habe ich gespielt? Vielleicht auch einen Helden. Befehlsruf. Ha! Ha! Das Leben kann nicht unter 1 fallen. Wow, Luigi. Sau gut. None may steal our secrets. Au. Greift er dich nicht an? Okay. Ich habe ein Totem. Das heißt, ich spiele noch ein Totem. Mach das. Und mach das. Genauso. Fuck. Egal. Mach das. Mach. Das und. Das kommt. So, der haut den weg. Jetzt hab ich eigentlich hier.
Wüste. Hinterhalt. Oh, nicht Hinterhalt. Haha, Buße, du Bitch. Okay, der ist natürlich jetzt super ätzend. Das ist auch super ätzend. Stopp. Okay. So. Der hat 4. Ich hab keinen Spott oder so, ne? Also ich spiele jetzt erstmal so. Dina von Yogg-Saron. Ich habe nochmal Buße bekommen. Da muss ich jetzt durch. Ups. Hoffentlich hat er nichts. Er greift mich an. Champion des Lichts bringt einen Dämon zum Schweigen. Habe ich einen Dämon? Sieht nicht so aus, nein. Buße auf ihn. Sehr gut. Der Dunkelfischer, meine ich. Wieso hat er jetzt so viele Karten auf der Hand? Ach, Kacke. Jetzt hat er mehr Ned Pagels, mehr Dunkelfischer. Was? Nochmal? Oh. Ja, ein Spiel halt Pagel. Das ist zwar kacke für unsere Mädchen. Was zur Hölle? Unfassbar, ja, finde ich auch. Okay. Finde ich jetzt einen legendären Diener. Es bringt uns halt alles nichts. Diener angreift und vernichtet. Treant dabei. Ja, der pennt aber jetzt auch. Gut, das war's wohl, denke ich. Jo, das war's. Keine Ahnung. Gut gespielt, ich gebe auf. Es hat Spaß gemacht. Nochmal bitte. Ich versuch's einfach nochmal. Man kann sich halt schon saulang. Ich versuch's auch nochmal mit dem Schaman, weil das war gar nicht mal so blöd. Ja, es ist. Es kann halt entweder sau schief laufen oder sau gut werden. Und jetzt ist es eben sau schief gelaufen. Aber hey, was soll's. Versus Garrosh. Versus Garrosh. Okay. Okay. Ich habe Zug 1 Zielattrappe. Denke ich. Sehr geil. Fügt allen Dienern 4 bis 5 Schaden zur Überladung 5. Ja, das zeigt zu viel Magierzauber auf die Hand. Wie geil. Bin ich ein eingefrorener Diener. Wenn ein Diener euren Heldenangreifer vernichtet, wenn euer Gegner einen Zauber auf einen Diener wirkt, ruft ihr einen Diener 1-3 als neues Ziel herbei. Geil. Am nächsten Zug können wir eventuell die Eisenschnabelorden spielen. Er hat auch nichts. Den können wir nicht spielen.
Ich heb mir die Münze doch noch auf. Geil. That's incredible. That's incredible. Das ist unglaublich. Der Amgambuter. Oh, geil. Danke. Sehr gut. That was an error. Stellt am Ende eures Zuges bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Ich denke, ich spiele jetzt. So. Jetzt habe ich 3 Angambhüter im Deck. Das ist natürlich nicht so mein Favorit, aber egal. Der hat auch nur 1,5. Also mit dem kann man, denke ich, den kann man gut buffen, aber sonst. Der kostet 2 weniger, ja. Okay. Puh. Zieht eine Karte und verursacht Schaden, der ihren Kosten entspricht. Damit der Amgambhüter nicht stirbt. Ah, davon habe ich jetzt 2, ne? Ich spiele jetzt erst einmal. Was machen wir denn? Holen wir mal die Zauberformerin. Dann machen wir das. Und das. Und dann versuche ich gleich irgendwas mit Kampfschrei zu spielen. Ich habe aber nichts mit. Doch, ich habe was mit Kampfschrei. Bringt mir bei der nicht viel. Der wütende Berserker, bei dem bringt es mir jedoch was. Oh ja. Den werde ich jetzt erstmal schön zum Schweigen bringen. Oder? Tue ich das? Tue ich das? Nee, noch nicht. Ich mach zerstäuben. Ja, ich merk schon. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass er den angreift. Mich, obwohl doch. Es könnte gut passieren. Spott und Gottesschild. Ist das ätzend. Fuck. Sieht man, wenn ihr eine Karte mit Überladung aufs Spiel plus einen Angriff pro gesperrten Mana-Kristall. Da ist Überladung drin. Ich spiele jetzt einfach mal den. Okay, damit kann ich leben. Das war jetzt nicht so toll. Das war toll. Das war nicht so toll. Scheiße. Jetzt hat der 7-7. Naja, okay. Nichts, was wir nicht vielleicht doch hinbekommen können. Je nachdem, wen er halt jetzt killt. Ich könnte halt den spielen und dann den Brandwachenzerstörer, was ganz geil wäre, glaube ich. Mit einem Diener 4 Schaden zu. Okay. Damit kann ich leben. Ja, und 7 ins Gesicht bekommen. Scheiße. Ein Armgampf. So. Ja! Oh! That was a mistake. Oh! Zucker! Ich glaube, ich spiele gar keine Monster mehr. Das war so gut! Ah, oh,
schön. Zermalmen. Ja, ist okay. Ich hab die Zauberformerin und die wird dann halt zermalmt. Tschüss. Sau gut. Ja, das ist mir egal. Das war so gut. Lege am Ende auch so seinen Diener aus eurem Deck auf das Schlachtfeld. Ich kann es halt momentan nicht spielen, aber dann spiele ich halt den. Stopp. Erst kümmere ich mich um den. Und ganz kurz hier noch gucken. Ja, erst kümmere ich mich um den, indem ich den einfach mal fertig mache. Sehr gut. Dann stimmt. Nein, ich greife erst mit allen an. Bevor mir dieses Gefühl aus den Händen gleitet. Okay, damit bin ich auch vollkommen einverstanden. Den spiele ich aber nicht. Weil ich möchte vielleicht doch den Isharisch und dann die Geburt spielen. Ah, schön. Welle der Heilung. Ich möchte das halt doch gerade. Stellt 7 Leben wieder her, deckt ein Diener auf ihm stattdessen 14 Leben. Oh, und der hat mich geheilt. Oh. Well played. Autsch, der hat mich rein zufällig geheilt. Das ist zu sauer. Tja, dann würde ich einfach mal sagen, wir spielen den Magier, weil ich glaube, die hat noch vielleicht ein paar Kombinationen mit Zaubermonstern etc. pp. Vielleicht können wir da noch was reißen. Das ist ein Anfang. Zum Beispiel, das ist ganz witzig. Dann spielt er ja 2 Zauber. Die kommen mir aber erstmal weg. Kostet mir zu viel. Samir, Schneefresser. Friert jeden Charakter ein, der von diesem Diener verletzt wurde. Das geht ja. Ruft einen gesichtslosen Vernichter herbei. Er +2, +2, wenn er am Ende aus so ist. Oh, das geht vielleicht sogar klar. Aber momentan haben wir nichts. Ein Flammenwichtel. Oh, what a lonely boy. Ich spiele einfach mal den Schneefresser. Yeah! Ich hätte den jetzt noch spielen können, ist mir aber egal. Zorn des Wildtiers. Bringt ihm halt nichts. Verleiht einem befreundeten Wildtier in diesem Zug +2 Angriff und Immunität, aber es bringt halt nichts. Todesröscheln. Das nächste Geheimnis, das in diesem Zug ausspielt, kostet 0. Ich habe kein Geheimnis. Diener oder Zauber? Ah, Gentum-Knappe. Alles klar. Alles klar. Hallo. Oh nein. Das ist so gut. Das macht mir gerade so viel Spaß. Greifen wir ganz kurz. Okay. Ich hab kein Geheimnis. Ich hau einfach ein paar Sachen raus. Das ist natürlich jetzt doof. Hey, mein Agent im Knappen hat's geschafft. Gut, dann behalte ich den noch. Amazing. Oh, Verwandlung Eva. Nett.
Das ist wirklich. Das ist aber auch geil. Arma. Schön. Schön. Ja. Wir sind auf einem guten Weg. Eher nicht so. Beschwörungsstein. Flammenstein. Oh. Okay. Dann spiele ich den Elite Tauren Chieftain. Was bekommen wir? Rogue Steward verursacht 4 Schaden, zieht eine Karte. Klassisch. Clear the board. Er kriegt 2 Schaden, ich krieg 2 Schaden, ich bin am Führen. Leerfinisher vernichtet. Ein zufälliger Diener jedes Spielers. Zieht die 7 mit wilde Wut. Tatsächlich mache ich Rogue Steward, weil es passt perfekt. Gegenzauber. Okay. Dann spiele ich das mit Airchock. Perfekt. Wollte ich schon immer mal machen. Schön, dass wir es geklärt haben. Auf der Horde. Sein Krieger der Horde. Jo, kann man mal machen. Kann man auch lassen. Ich spiele den Erzmagier Antonidas. Zieh 2 Karten. Ist das ein schönes Spiel. Oh nö. Ein Undingen. Hey, eine Zielertrappe. Ach Quatsch. Wir haben kein Wildtier. Wir können auch kein Wildtier spielen. Komm, hau mal das raus. Perfekt, dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann mal den weg. Passt. Ich bin bedient. Oh Mann, der da nervt. Karten, die mit eurer Heldenfähigkeit kosten 0. Oh fuck, Befehlsruf. Get it out! Get it out! Schattenhingabe. Nochmal Heileffekte, stattdessen Schaden. Das ist nochmal Bane Bluthoof. Wir hauen weg den Shield. Oh, what a lonely boy. Ach, okay. Tja. Der kommt weg. Toll. Der kommt weg. Links.
Den müssen wir unbedingt killen. Das ist so wichtig. Jetzt bringt ihr gar nichts mehr. Naja. Kann ich nicht. Das ist schon mal ganz nett. Verursacht 4 Schaden, wenn ihr einen Mech kontrolliert. Der Schaden wird zufällig auf alle Feinde verteilt. Das wäre ein Mech, also. Hier stehen. Dann. Ta. Okay, cool. Danke. Dann spiel stehen. Alles klar, dann ping ich den auf und hau ihn ins Maul. That was a mistake. God fucking damn it. Ah, ich bin tot. You win. Hauptsache Batmaner, ha? Huh? Pisse. Ich hatte das Spiel in der Hand und dann haben die Zauber es mir entrissen. Einen mache ich noch. Mach mal einen Jäger. Jäger sind witzig. Eigentlich nicht, Jäger sind super nervig, aber das finden die Gegner natürlich super heiß und anziehend, deswegen. Ja. Rexha versus Anduin. The light shall bring lernen Sie Ratscho. King Crush. Oh, hallo King Crush. Netter Kerl. Zuallererst spiele ich den Lehrensucher Joe. Können wir doch Heldfähigkeit Dina als Ziel wählen, aber ich möchte trotzdem den Lehrensucher. Wow! Okay, dann spielen wir halt mit dem Top-Deck. Habe ich kein Problem mit. Och man, wieso hat der das? Auch gut. Sehr gut. Naja, das war. Da haben wir nochmal Glück gehabt. 4-10 will ich jetzt nicht haben. Alle Diener. Mit zwei oder weniger Angriff. Perfekt. Hast du noch was Nettes? Ah, ein Feendrache. Der kann aber nicht von einem Zauber gewählt werden, deswegen danke. Danke, Freund. Gut, dann. Alles klar. Auch gut. Ein 12-4er. Oh Mann, ich mag das Spiel. Das ist sau gut. Wer kriegt's ab? Perfekt. Per fucking fact. Gut gespielt. Das waren doch 4 Züge oder was? Weil ich hab dem da 2 Mana-Kristalle geschenkt. Wow. Ich würde sagen, mein Name ist Erwegen, weil wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, let's play. Ach komm, wir machen noch die Packung auf. Bevor ich's vergesse. Bevor ich es vergesse und ihr beleidigt seid. Segen der Weisheit. Wählt einen Diener aus, zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. Eisenschnabeleule, Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen. Ritter der silbernen Hand, Kampfschrei ruft einen knappen 2-2 herbei. Stille bringt einen Diener zum Schweigen. Ich glaube, ich habe alle schon mal doppelt gehabt. Und
Olschenei Seelenpriesterin. Eure Karten und Fähigkeiten, die Leben wiederherstellen, verursachen stattdessen nun Schaden. Dann lass uns das noch hier gucken. Ja, ich sehe es schon. Als wenn ich jetzt noch wüsste, hätte ich. Kann ich das hier? Ne, ich kann das nicht gucken. Lichtbrot kann ich noch. Ja. Wunderbar. Als wenn ich jetzt noch wüsste, was es war. Euchenaisen, Lichtbrot war es nicht, Stille. Ich glaube, es war hier noch was Kleines. Ach, einer fällt mir sofort ein. Ich gehe aber trotzdem langsamer, falls ich einen übersehe. Oh, what a lonely boy. Da war noch bei den Fünfern einer, aber ich weiß nicht, ob davor noch einer war. I just wanna do you real good. Entzaubern. Jetzt haben wir drei Sachen, vier Sachen entzaubert. Einer mit neu. Was war das andere? Was war das andere? Geil. Es war nichts Großes, das ist es ja. Oh, ich glaube, ich weiß wieder was. Was hier? Ich hätte jetzt gedacht, das war hier. Oder? Ich sag mal, ich kümmere mich ein andermal rum. Mein Name ist Edwig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, Let's Play. Hast du? Gartenchaos. Bis dahin. Ciao.